Hallo, meine lieben Wollmäuse, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte ursprünglich vorgehabt, euch über dieses Video zu fragen, wie ihr euer Osterfest dieses Jahr verbringt und wen ihr treffen werdet, was ihr macht, was ihr unternehmt und ja, alles, was ihr Schönes geplant habt für dieses Osterfest. Und ja, was soll ich sagen? Ich glaube, die Frage erübrigt sich, oder? Ich hatte ursprünglich vorgehabt, mindestens, also was heißt mindestens, also einen Tag, so wie wir das sonst eigentlich auch immer die Jahre gemacht haben, mit meiner Familie auf der Terrasse zu sitzen, Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Und das hat sich dann in Windeseile in Luft aufgelöst, aber es war mir schon fast klar, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also das war bei mir schon mit einem ganz großen Fragezeichen versehen, als ich eingeladen wurde für einen Sonntag, Ostersonntag, Kaffee trinken. Und ja, also ich weiß nicht, ob ihr da mittlerweile auch schon drin geübt seid, Dinge, na, was soll ich sagen, also pessimistisch zu sehen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu sagen, naja, das wird wahrscheinlich eh nichts, wenn man sich die Zahlen so angeguckt hat. Nichtsdestotrotz muss man deshalb nicht unbedingt gleich in schlechte Laune aufgehen. Also ich habe mir zur Aufgabe gemacht, ich lasse mir die Laune einfach nicht vermiesen von Lockdown, von Corona, von keine Ahnung was. Weil wir haben ja ein ganz tolles Hobby, mit dem wir uns die Zeit versüßen können. Und das ist Häkeln und Stricken. Und deshalb ist mein Motto für dieses Ostern, wie auch letztes Ostern und Weihnachten und Silvester und was es nicht alles auch noch in der Zwischenzeit gab und die ganzen Tage dazwischen, ich häkel und stricke mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist schön, wenn ihr das auch so seht und wenn ihr das auch so umsetzt, weil dann hat man was zu tun. Ich zumindest für meinen Teil bin gut gelaunt, wenn ich häkeln und stricken kann, wenn ich mich kreativ austoben kann, wenn ich mit Farben rumhantieren kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, vielen von euch geht es auch so. Wobei die Familie zu sehen wäre auch sehr schön gewesen. Oder auch mal mit Freunden wieder spazieren zu gehen. Wenigstens spazieren gehen wäre ja echt schön gewesen. Aber so ist das alles nix. Und deshalb müssen wir uns, um gute Laune beizubehalten oder sie wieder zu bekommen, uns mit Farben und Formen auseinandersetzen. Und genau das habe ich mir zur Aufgabe gemacht, weil ich habe keinen Bock auf schlechte Laune und Depri, insbesondere nicht an den Osterfeiertagen. Man kann sich einen dicken Hintern anfressen mit ganz viel Leckereien und nebenbei schön häkeln und stricken. Also ich finde, das ist eigentlich eine ganz tolle Aufgabe. Man kann ja aber auch zwischendurch mal alleine spazieren gehen. Ist zwar nicht ganz so toll, wie wenn man irgendwie mit der Familie zusammen sein könnte oder mit seinem Freundeskreis. Aber vielleicht hat man ja auch einen ganz, ganz tollen Partner und kann das dann mit dem machen. Oder mit der Partnerin, je nachdem. Und kann mit dem oder der dann spazieren gehen und ganz tolles Osterfest verbringen. Und ja, wie gesagt, apropos Häkeln und Stricken. Ich bin fleißig dabei. Ich habe jetzt wieder was mit der Häkelnadel angenadelt. Ich habe in der letzten Zeit ja vermehrt wieder gestrickt, wie ihr gesehen habt. Und jetzt bin ich wieder am Häkeln. Ich habe euch ja gefragt, was sich der eine oder andere so wünscht in einem meiner letzten Videos. Und habe mir das alles durchgelesen und habe mir auch Ideen dazu gemacht. Und die habe ich aber sowieso ganz oft und ganz viel. Aber ganz speziell auf gewisse Dinge bin ich eingegangen. Und ich habe von meinen neuen Wicklungen, habe ich mir den Bittersweet genommen mit den fünf Farben, wo in der Mitte so dunkelgrau ist und ein hellgrau noch und so weiter. Und habe angefangen zu häkeln. Ich sage noch nicht, was es wird. Ich zeige schon mal den Anfang in die Kamera rein. Also so viel steht fest, eine Kreisweste wird es nicht und auch keine Jacke, aber irgendwas anderes. Es wird eine Überraschung. Wenn ich gut am Ball bleibe und wenn mir nichts dazwischen kommt, dann bin ich vielleicht auch mit Fotos machen, mit der schriftlichen Erklärung oder Anleitung und mit dem ganzen Pipapo, mit der ganzen Arbeit bis Ostersonntag oder Ostermontag fertig. Also mit ganz viel Glück und mit ganz viel Daumen drücken habe ich für euch entweder an Ostersonntag oder an Ostermontag eine neue Häkelanleitung mit einem Bobbel. Und wenn das so wird, wie ich mir das vorstelle und so wie ich mir das erhoffe, dann wird das hoffentlich ganz schön. Und dann hoffe ich, dass es euch auch gefällt. Also es wird was für den Sommerkleiderschrank. Frühling und Sommerkleiderschrank.
So viel dazu. Aber mehr möchte ich nicht verraten. Und drückt mir die Daumen, dass das wirklich bis Ostersonntag, Ostermontag klappt mit allem drum und dran, mit Anleitungen schreiben, also tippen, Fotos machen und das Video fertig schneiden und so weiter und so fort. Da ist noch einiges zu tun und ihr seht ja, ich bin ja gerade mal am Anfang. Also drückt mir die Daumen. Dann habt ihr was ganz Schönes zum Angucken und zum Nachmachen. Und ich verwende hier gerade einen 800 Meter Lauflängenbobbel für 36, 38 Konfektionsgröße. Und ich habe so bemessen, so circa für jede weitere Doppelgröße sind das so circa 200 Meter mehr. Aber mehr kann und möchte ich noch nicht verraten. Da bin ich noch fleißig am Rumfummeln und experimentieren und machen und tun und werde wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Runde mal ribbeln müssen. Aber wie ihr seht, ich bin fleißig dabei und bin ganz viel am Rumwurschteln und am Machen und am Tun und versuche die Zeit des Lockdowns wirklich sinnvoll und kreativ zu nutzen. Und ich hoffe, es geht euch auch so. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Osterfest. Und wir hatten ja auch alle gedacht, Richtung Ostern sind schon ganz, ganz viele Leute geimpft. Vielleicht hat das was mit Ostern zu tun, dass es noch nicht so ist. Wer sucht, der findet. Vielleicht geht es da auch beim Impfstoff so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat es der Osterhase in seinem Körbchen drin. Wir werden es sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es endlich auch mal wieder weiter geöffnet wird und wenn man auch sich mit seinen Freunden wieder hinsetzen kann und häkeln kann in einer Gruppe ohne mit Maske und mit dem ganzen Gedöns. Aber das wird sicherlich bald wieder so kommen. Ich hoffe es zumindest. Ich drücke uns allen die Daumen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal uns allen ein ganz, ganz tolles Osterfest. Und ich weiß nicht, ob ihr alleine seid oder ob ihr wenigstens zu zweit sein könnt. Das hoffe ich für euch, dass ihr vielleicht zu zweit mit Partner oder Partnerin ein ganz tolles Osterfest euch gestalten könnt, mit einem schönen Frühstück und vielleicht ein schönes Essen, spazieren gehen, kreativ sein, häkeln, stricken, machen, tun, was auch immer, Spaß haben, Filme gucken. Irgendwas wird uns schon einfallen und irgendwie werden wir doch hoffentlich ein ganz, ganz tolles Osterfest verbringen. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen. Und wie gesagt, ich bleibe am Ball und wenn alles gut läuft, ist die nächste Häkelanleitung demnächst in ein paar Tagen am Start. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Romy. Tschüss!